Liebe Genossinnen und Genossen, wenn ihr Dorothea Marx zugehört habt, dann haben wir heute ein großes Lob bekommen. Nämlich, dass wir die SPD nicht machen lassen, was sie einfach so wollen, sondern dass wir durchaus in dieser Koalition dafür streiten, was unsere Positionen sind. Und danke für dieses Lob, aber der Trick, der ist schon aufgefallen, dass du versucht hast, von vornherein hier die Position zu klären, ist nicht gelungen. Liebe Genossinnen und Genossen, vor genau 150 Jahren hat ein bärtiger Mann ein Buch veröffentlicht, was in die Geschichte einging. 1867 veröffentlichte Karl Marx den ersten Band des Kapitals. Für die Entwicklung der Arbeiterinnenbewegung, der Gewerkschaften und der Linken in ihren unterschiedlichsten Schattierungen, sozialdemokratisch, sozialistisch, kommunistisch, waren die drei Bände des Kapitals eine wichtige Arbeit. Aber auch auf die Wirtschaftswissenschaften und die Soziologie hatte seine Analyse natürlich nachhaltigen Einfluss. Marx wollte mit dem Kapital vor allem den Kapitalismus und die kapitalistische Produktion erklären. Was Vorhersagen und politische Richtlinien angeht, da hat er sich verständlicherweise sehr zurückgehalten. In diesen Tagen läuft ein neuer Film an, Der junge Marx. Viele von uns sind Patinnen in der Partei. Viele Genossen und Genossen haben auch schon diesen Film gesehen. Ich denke, das ist ein guter Anlass, nochmal über das Wirken und die Werke von Marx zu sprechen und uns jetzt schon vorzunehmen, dass wir seinen 92. Geburtstag nächstes Jahr gebührend feiern. Denn auch heute ist doch die Menschheit in allen Gegenden der Welt mit einem völlig entgrenzten Kapitalismus konfrontiert. Er sorgt in zahlreichen Regionen dieser Welt für Armut, Hunger, Kriege und schafft Fluchtgründe für Millionen Menschen. Aber auch überall dort, wo der Kapitalismus im Laufe des 20. Jahrhunderts als gezähmt galt, sind der Sozialstaat, kostenfreie Bildung, Umverteilung, soziale Gerechtigkeit immer weiter entfernt. Soziale Sicherheiten werden Stück für Stück aufgebrochen. Die Schere zwischen Einkommen, Eigentum und sozialer Lage klafft auch in der Bundesrepublik immer weiter auf. Und liebe Genossinnen und Genossen, es gehört mittlerweile zur Wahrheit, wer reich ist, wird reicher, wer arm ist, hat kaum eine Chance, sich nach oben zu arbeiten. Ich zitiere: Die erste Aufgabe ist es, die Wirtschaft in den Dienst der Völker zu stellen. Die Menschen und die Natur dürfen nicht im Dienst des Geldes stehen. Wir sagen Nein zu einer Wirtschaft der Ausschließung und der sozialen Ungerechtigkeit, wo das Geld regiert, anstatt zu dienen. Diese Wirtschaft tötet. Das ist weder ein Zitat von Karl Marx noch von Sarah Wagenknecht, sondern ein Zitat von Papst Franziskus. Und was will ich euch damit sagen? Die Kritik an den Zumutungen des Kapitalismus, die Kritik an den Bedrohungen für das Leben und das Wohlergehen der Menschen durch die heutige Wirtschaftsordnung ist keine abgehobene Programmdebatte, wie wir es manchmal selbst auch glauben. Die Diskussion um eine andere Wirtschaftsordnung, eine Ordnung, die Gerechtigkeit, Freiheit und Gleichheit verbindet und nicht den Profit in den Mittelpunkt stellt, werden auf der ganzen Welt geführt. In lateinamerikanischen Staaten oder als Kern der Wahlkampagne von Bernie Sanders in den USA, von Papst Franziskus im Vatikan, in den Linksregierungen in Griechenland, Portugal oder Navarra und in den weltweiten Bewegungen der Geflüchteten oder bei den Hunderttausenden Menschen auf der Erde, die sich für soziale Rechte und ein würdiges Leben für alle einsetzen. Und liebe Genossinnen und Genossen, vielleicht verlieren wir manchmal aufgrund unseres Alltagsgeschehens den Blick dafür. Aber auch als Linke sind wir Teil dieser weltweiten Bewegung und dieser Debatten. Und auch wenn sich das wahrscheinlich oft nicht so anfühlt, wenn wir um einen Doppelhaushalt mit der Staatskanzlei streiten, wenn wir für besseres Mittagessen oder bessere Kindergartenbetreuung in den Kommunen streiten, wenn wir in der Basisorganisation stecken gehen, Infostände machen oder wenn wir mit anderen gegen rassistische Hetze oder die Aufmärsche von Nazis entgegenstehen. Wir sind Teil dieser Bewegung.
Trump, Le Pen, Orban, Wilders oder hier die AfD. Weltweit scheint den Rechtsruck nichts aufzuhalten. Weltweit bläst reaktionäre Politik zum Angriff gegen die fortschrittlichen Reformen, gegen demokratische und soziale Errungenschaften und Freiheiten an. Offen rechte Regierungen versuchen, die Moderne und das Rad der Geschichte zurückzudrehen. Aber liebe Genossinnen und Genossen, die Welt besteht weder aus einem Dunkeldeutschland noch vor einer Zukunft, die Wolken verhangen und trist und grau ist, sondern es gibt Sonne, es gibt blauen Himmel und es gibt auch andere Zeichen in dieser Welt. Es gibt doch Entwicklungen, die uns Mut machen und Mut machen müssen und die uns zeigen, dass linke Politik in der Gesellschaft möglich ist, denkbar und machbar. Ein paar Beispiele. In den USA geht seit der Wahl Trumps, gehen Hunderttausende auf die Straße. Linke, demokratische, rassistische, antirassistische und feministische Organisationen sind seit dem Wahlsieg von Trump im Aufwind. Und ganz ehrlich, wer von uns hätte gedacht, dass jemand wie Bernie Sanders, ein Sozialdemokrat in den USA, der offen allerdings als demokratischer Sozialist auftrat, einen solchen Erfolg in den Vorwahlen hat erzielen zu können. Oder Jeremy Corbyn, wegen seines linken Kurses in Großbritannien, der Labour-Partei, sind wieder hunderttausende Menschen in diese Partei eingetreten. Und erinnert euch, in der Bundesrepublik war die spontane Bewegung der Flüchtlingshelferinnen in den letzten 2 Jahren die größte Bewegung, die es in der Bundesrepublik seit Jahrzehnten gegeben hat. Aktive aus Kirchen und Gewerkschaften, aus Sozialverbänden, Antirassisten und Antifaschisten, Unternehmen, aber vor allem ganz normale Bürgerinnen und Bürger haben damals nicht lange gefragt, ob sie helfen konnten, sondern sie haben geholfen. Es waren die stillen Helfer, die lange Zeit gegen die laute Minderheit Solidarität bewiesen haben. Und deshalb auch heute ein riesiges Dankeschön an all diese Menschen. Ein weiteres Beispiel. Die SPD vermeldet ja an diesen Tagen, dass die Nominierung von Matti Schulz zum Parteivorsitzenden und Kanzlerkandidatinnen, in dem Fall zum Kanzlerkandidat, etwa 10.000 Menschen neu in die Partei gebracht haben. Wir selbst erleben, dass die SPD 6, 7, 8% in Umfragen gewinnt. Ob die Umfragewerte so anhalten werden, werden wir am 24. September 2017 erleben. Aber was es doch zeigt, ist doch, ob der Kanzlerkandidat der Sozialdemokraten wirklich für eine andere Politik steht, das wird sich auch zeigen. Aber es zeigt, wenn man die Entwicklung in unserem Land genauer in den Blick nimmt, was es für Politik und Gesellschaft derzeit bedeutet, dann können wir noch festhalten, der gesellschaftliche Rechtsruck ist weder alternativlos noch mehrheitsfähig. Eine rechnerische Mehrheit links der Union ist auch im Bundestag plötzlich wieder denkbar, nachdem das lange Zeit als ausgeschlossen galt. Und wir stehen heute wieder einmal an einem wichtigen Punkt der Geschichte. Liebe Genossen und Genossen, die Welt ist in Bewegung geraten und oft sehr gefährlich und tödlich, wenn wir in die Kriegs- und Krisenregionen dieser Welt schauen. Es ist bisher nicht ausgemacht, in welche Richtung sich diese Welt bewegen wird. Und um es mit Antonio Gramsci zu sagen, die alte Welt liegt im Sterben. Die neue ist noch nicht geboren. Es ist die Zeit der Monster. Die alte Welt kennen wir zu Genüge. Und auch die politischen Monster haben wir ziemlich genau vor Augen, gerade in Thüringen. Und ich glaube, wir haben alle die gleichen politischen Monster vor Augen. Doch die Welt, die entstehen wird, ist heute noch nicht erkennbar. Und es zeichnen sich heute weltweit 3 politische Entwicklungspfade ab. Erstens, die neoliberalen Kräfte und die Regierungen, die auf eine neoliberale und unsoziale Wirtschaft setzen, verbunden mit einer liberalen Gesellschaftsordnung, sind offenbar ins Stocken geraten, aber noch lange nicht geschlagen. Zweitens,
Rechte, autoritäre und nationalistische Politik ist auf dem Vormarsch. Aber sie ist bisher nicht in der Lage, wirklich vorherrschend gegenüber liberaler, demokratischer und progressiver Politik und einer solidarischen Gesellschaft zu werden. Und drittens, es gibt auch noch einen anderen Pol. Einen Pol der Solidarität und der emanzipatorischen, der fortschrittlichen und demokratischen Alternativen. Dieser Pol scheint oft unorganisiert zu sein oder oft in der Defensive. Aber liebe Genossinnen und Genossen, glücklicherweise ist er einfach nicht totzukriegen. Für uns als Linke muss es darum gehen, diesen Pol der Solidarität zu stärken. Wir diskutieren diese Entwicklung schon seit vielen, vielen Jahren. Wir benutzen Schlagworte wie Mosaiklinke, um zu beschreiben, wie wir als Linke der unterschiedlichsten Schattierungen zusammenhalten müssen. Oder Katja und Bernd, unsere Bundesvorsitzenden, nannten es die verbindende Partei. Eine Partei, die gesellschaftlichen Protest und linke Ideen verbindet. Also statt im Gegeneinander von unterschiedlichen politischen Ansätzen hin zu einer produktiven Verknüpfung von sozialen Bewegungen, von linken Initiativen, von fortschrittlichen Regierungen und Parteien, von solidarischer Hilfe, demokratischen und feministischen Bewegungen, Gewerkschaften und so weiter. Liebe Genossinnen, wenn ich mir so unsere bundesweite Mitgliederentwicklung anschaue, können auch wir einen neuen Trend erkennen. Junge Menschen, oft in Städten, aber nicht nur dort, treten aufgrund unserer klaren Haltung in der Flüchtlingsfrage, unserem starken Bein in den sozialen Bewegungen und der Betonung der sozialen Frage auch bei uns bei. In Metropolen wie Berlin und in Hochschulstädten, vor allem im Westen, konnten wir auch auf Grundlage dieser Entwicklung Wahlen gewinnen. Natürlich ist jetzt in Thüringen die Situation etwas anders. Erfurt ist nicht Berlin. Tübingen ist mit Ilmenau auch nicht unbedingt zu vergleichen. Aber liebe Genossinnen und Genossen, als Thüringer Linke sollten wir an unserem erfolgreichen Weg festhalten. Auf gemeinsame Debatten setzen, gemeinsame Entscheidungen treffen und dann gemeinsam Politik umsetzen. Ein Weg, der nicht Regierung gegen Bewegung ausspielt, sondern verknüpft. Ein Weg, der uns einen stabilen Landesverband, eine konstruktive Landtagsfraktion, verlässliche Politik und gute Ergebnisse bis heute gebracht hat. Liebe Genossen und Genossen, wir hatten ja vor 3 Tagen, glaube ich, ein etwas seltsames Ereignis für mich. Man nennt es Aschermittwoch und es ist Teil des für mich nicht begreifbaren Faschings, aber auch dank des Aschermittwochs war ja mal wieder was von der CDU zu hören. Mike Moring bot das, was er am besten kann, sich in Rage reden und nichts dabei zu sagen. Und ich weiß nicht, ob ihr das noch wisst, aber die CDU ist eine Partei, die mal in Thüringen regiert hat. Und wir haben zu Recht ihre Entscheidung kritisiert und vieles von dem, was die CDU umgesetzt hat, für falsch gehalten. Aber sie haben das Land gestaltet. Und heute? Mike Moring kann, glaube ich, eine eigene Riege, eine eigene Anwaltskanzlei mittlerweile bezahlen, wenn es darum geht, Juristen zu beschäftigen, um gegen das Land zu klagen. Alle paar Tage wird eine neue Klage eingereicht und der Rest ist trotziges Dagegensein. Und ehrlich gesagt, finde ich, hat die CDU im Land Thüringen überhaupt keine Linie mehr. Mal heißt es, das Land soll sparen. Das hört ihr bestimmt auch den ganzen Tag. Den nächsten Tag heißt es, das Land soll viel mehr Geld für Polizei, Kommunen und die Lehre ausgeben. Und wenn wir das machen, empört sich Mike Moring, wir würden den Haushalt aufblähen. Chaos auf der ganzen politischen Linie der CDU und bis dahin, dass es dazu führt, dass sie es nicht einmal mehr schaffen, Änderungsanträge zu Haushalten im Landtag einzubringen. Und wenn ich daran denke, wer den Thüringer Schuldenberg angehäuft hat, dann können die noch nicht mal glaubwürdige Opposition. Und was ich aber ganz besonders schwierig finde,
dass die CDU mittlerweile im Land Thüringen eine Kultur des politischen Nichtstuns etablieren will. Gegen alles sein, nichts gestalten, nicht mitmachen und wenn man politisch nicht weiterkommt, wählt man den juristischen Weg. Ihr erinnert euch vielleicht, Gregor Gysi hatte zur Ernennung von Bodo als erstem linken Ministerpräsidenten der CDU ein einstündiges Seminar angeboten in Oppositionsarbeit. Ich finde, Sie sollten das endlich mal wahrnehmen. Ich begrüße dich ganz herzlich, Michaela. Schön, dass du da bist. Aber an einem Punkt bin ich froh, dass wir auch diese CDU haben, die wir im Thüringer Landtag haben. Bei der gemeinsamen Antwort auf die unerträglichen Provokationen der rechtsextremen AfD im Thüringer Landtag haben wir wirklich gemeinsam etwas Richtiges getan. Die vier demokratischen Parteien, Linke, Grüne, SPD und CDU, haben symbolisch das Holocaust-Denkmal aus Berlin in den Thüringer Landtag geholt, um gegen die Rede von Björn Höcke in Dresden zu demonstrieren. Die Antwort auf Höckes Auftritt im Buchenwald und sein Ausschluss aus der Gedenkveranstaltung des Landtages war ebenso ein wichtiges und entscheidendes Signal. Deshalb will ich an dieser Stelle ausdrücklich der CDU Christian Karius und Mike Moring danken, dass wir klare Kante gegen Geschichtsfälschung und die Verhöhnung der Opfer des deutschen Faschismus gezeigt haben. Das bedeutet nicht, dass wir uns in allen anderen Fragen nicht streiten müssen wie die Kesselflicker. Nein, das müssen wir, aber an diesem Punkt müssen wir zusammenstehen. Liebe Genossinnen und Genossen, es ist nicht egal, wer regiert. In wenigen Wochen hat die erste rot-rot-grüne Koalition in der Bundesrepublik auf Landesebene Halbzeit. Dorothea Marx hat es Bergfest bezeichnet. Ob wir feiern, das werden wir sehen. Aber Alkohol ist immer gut. Seit 2,5 Jahren regieren wir stabil und konstruktiv zusammen. Wer von uns hätte das denn vor 3 Jahren gedacht? Thüringen steht heute gut da. Die Zahl der Erwerbslosen sinkt weiter und die Wirtschaft läuft wie nie. Die Steuereinnahmen erlauben, die Gesellschaft aktiv sozialer zu gestalten. Und das ist dringend notwendig. Das habt ihr auch in den letzten Presseberichten gesehen. Denn wir erleben weiterhin eine massive soziale Schieflage und Verteilungsungerechtigkeit in der Gesellschaft. Da müssen wir mit aller Kraft entgegensteuern. Was haben wir seit 2,5 Jahren gemacht? Was haben wir geschafft? Eine berechtigte Frage, die wir uns immer wieder stellen müssen. Und ich kann das einfach beantworten. Wir haben neben Herausforderungen, die wir mit dem Abschluss des Koalitionsvertrages noch nicht kannten, zum Beispiel die Frage Flüchtlingspolitik, machen wir genau das, wir setzen den Koalitionsvertrag um. Wir arbeiten Stück für Stück all die Vorhaben ab, auf die wir uns im Herbst 2014 geeinigt haben. Thüringen gemeinsam voranbringen, demokratisch, sozial und ökologisch. Ihr wisst, der Vertrag und die darin vereinbarten Vorhaben, die mit großer und übergroßer Mehrheit in den drei Parteien durch die Mitglieder angenommen worden ist, ist der Aufgabenkatalog der Regierung und der Fraktion. Und das wird auch so bleiben. Und nur einige Stichworte, um zu sagen, was wir gemacht haben, beziehungsweise was unmittelbar bevorsteht. Das kostenfreie letzte Kita-Jahr kommt. Wir haben die Hortnerinnen in den Landesdienst zurückgeholt. Wir haben erstmals in Thüringen ein Bildungsfreistellungsgesetz. Wir stecken mehr Geld in sozialen Wohnungsbau. Wir haben mehr Lehrerinnen und Lehrer eingestellt und werden in den nächsten 2 Jahren noch mehr einstellen, als wir geplant haben. Wir haben mehr Demokratie in den Kommunen und für Jugendliche ab Wahlen ab 16 in den Kommunen ermöglicht. Wir haben die Dokustelle Rechtsextremismus eingeführt. Wir haben finanziell beim Landessportbund deutlich aufgestockt. Wir bereiten das Azubi-Ticket vor und haben es schon für den Doppelhaushalt angemeldet. Ich will damit sagen, die Bilanzliste ist lang, das sind wenige Punkte, aber ohne uns und diese Regierung würde es diese Entscheidung nicht geben. Und natürlich fehlen noch einige Punkte,
die wir noch nicht umgesetzt haben. Aber wir haben auch noch 2,5 Jahre Zeit. Und natürlich geht auch mir nicht alles schnell genug. Wenn es an mir ginge, wäre die Gebietsreform schon durch, wir hätten eine Verwaltungs- und Funktionalreform auch schon abgeschlossen, wir hätten alle Schulen saniert und die Straßen noch dazu. So schnell funktioniert allerdings Demokratie nicht und so schnell funktionieren auch Koalitionen nicht. Aber ich möchte Matthias Höhn, unseren Bundesgeschäftsführer, begrüßen. Ich freue mich, dass du hier bist. Und nachher auch zu uns sprechen wirst. Aber weil wir schon so viel erreicht haben, möchte ich auch natürlich an dieser Stelle unserer Landtagsfraktion und jedem einzelnen Mitglied der Landtagsfraktion und der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiterschaft ein großes Dankeschön an dieser Stelle aussprechen und mich ausdrücklich bei allen Ministerinnen und Ministern, unseren Staatssekretären und Staatssekretären, Büroleitern, persönlichen Referentinnen und allen voran Bode an der Spitze für die Arbeit in der ersten Halbzeit danken. Ihr stimmt mir sicherlich zu, dass wir ausdrücklich heute hier Birgit Klaubert grüßen und ihr von dem Parteitag aus gute und rasche Genesung wünschen. Liebe Genossinnen und Genossen, ich will jetzt schon ein paar Worte zu unserem Investitionsprogramm der Landesregierung und unserem Antrag 3x33 Millionen von heute Nachmittag sagen. Als Regierungspartei geht uns natürlich Haushaltspolitik etwas an. Als stärkste Regierungspartei allemal. Wir haben uns im Koalitionsvertrag auf den Dreiklang einer verantwortungsvollen Haushaltspolitik geeinigt. Investieren und gestalten, Schuldenabbau und Vorsorge. Gut, dass ich immer noch der Auffassung bin, dass die Schuldenbremse großer Mist ist und eine Investitionsbremse ist, aber kein Mittel, um Haushaltspolitik zu machen. Das wird auch so bleiben. Aber mit dem Doppelhaushalt 18-19 können wir ganz konkret klar machen, es ist nicht egal, wer regiert. Es ist nicht egal, wer das Arbeits- und Sozialministerium führt. Es ist nicht egal, wer das Ministerium für Bildung, Jugend und Sport führt. Es ist nicht egal, wer für Bauen, Verkehr, Landwirtschaft zuständig ist. Und es ist nicht egal, wer für Kultur, Europa und den Bund für Medien zuständig ist. Denn es ist zentral, wer vorne dran steht und den Laden im Griff hat. Angesichts des Haushaltsüberschusses von fast 600 Millionen Euro aus 2016 und weiterer positiver Steuerprognosen sind wir gerade jetzt in einer Situation, in der wir finanzielle Spielräume haben. Und liebe Genossen und Genossen, diese müssen wir im Sinne der Menschen in Thüringen und überall in Thüringen nutzen und investieren. Aber nicht nur in Investitionen von Beton und Stahl. Wir müssen Geld in Bildung und Ausbildung stecken, dauerhaft in Personal und auch für ein so wichtiges Azubi-Ticket. Wir brauchen Geld für gute Arbeit, für Gesundheit, für besseren öffentlichen Nahverkehr, wo wir immer noch die Vision eines fahrscheinfreien ÖPNV aufrechterhalten, für Inklusion und für Kommunen. Unser Leitbild ist ein Thüringen für alle. Ein Thüringen für die Normalverdiener, für Erwerbslose, für Geflüchtete, für Auszubildende, für Schülerinnen und Schüler, Rentner, Angestellte, Beamte, kurz für alle. Und das gilt überall in Thüringen, in den Städten, genauso wie im ländlichen Raum. Als Linke machen wir keine Politik allein für eine bestimmte Region oder nur für kleine Gruppen in der Gesellschaft. Wir machen Politik für die Interessen einer großen Mehrheit in unserem Land und vergessen dabei nicht die Rechte und den besonderen Schutz von Minderheiten, wie es andere gerade lautstark tun. Unsere Vision ist eine gute Gesellschaft für alle, eine starke Gesellschaft. Ich bin der Überzeugung, damit sind wir unter den Thüringer Parteien allein. Liebe Genossinnen und Genossen, ein paar Worte zur Bundesregierung. Immer wieder stoßen wir als Landesregierung an die Grenzen von Politik. Es sind oftmals die Grenzen, die der Bund setzt.
in Fragen von Hartz IV, bei der Förderung von Arbeit, Sozialgesetzgebung und in der Frage von Flüchtlingspolitik und Abschiebung. Eine gerechte Steuerpolitik, Rentenpolitik, ich könnte es immer weiter aufzählen. Und im Bund werden die Fragen von Auslandseinsätzen der Bundeswehr entschieden, die Fragen von Waffenexporten und im Kern die Europapolitik. Merkel und Schäuble entscheiden, wie Deutschland und Europa in den Staaten Südeuropas umgehen. Ob die Länder unter dem Austeritätskurs leiden müssen oder ob sie Chancen bekommen. Es ist die Bundesregierung, die unseren Genossinnen und Genossen von Syriza das Messer auf die Brust gesetzt und die Sparprogramme erpresst hat. Es ist eben nicht egal, wer regiert. Und eben auch unseren politischen Gegnern nicht. Es ist nicht egal, wer regiert, nicht im Land Thüringen und nicht im Bund. Unser Präsidentschaftskandidat Christoph Buddewecke sagte sinngemäß bei seiner Vorstellung vor einigen Wochen, wer reich ist, ist auch meist reich an Einfluss. In einer Demokratie ist das mehr als ein Skandal. Es ist eine Aufgabe der Linken, auch jene Menschen eine Stimme und Einfluss zu geben, die bisher nicht gehört wurden. Und es ist eine Aufgabe gerade im Bund, wo so viele wichtige Entscheidungen fallen und getroffen werden, für eine andere Politik zu streiten. Dazu gehört aus meiner Sicht die Möglichkeiten einer Regierung auszuloten. Wir haben dazu schon einen extra Parteitagsantrag gemacht. Und vor allen Dingen brauchen wir eine Regierung links der Union, vor allen Dingen mit dieser rechten CDU-CSU. Der frühere sozialdemokratische Ministerpräsident Schwedens, Olaf Palme, wird gern mit dem Satz zitiert, das geht auch für unsere Koalition, Politik heißt, was wollen. Und er hat recht. Politik braucht das Wollen und den Willen zur Veränderung und zur aktiven Gestaltung der Gesellschaft. Politik braucht Entscheidungen. Ich denke, wir brauchen als Linke hin und wieder etwas mehr Mut zur Entscheidung und etwas mehr zu wollen. Wenn wir eine andere Politik im Bund wollen, müssen wir auch Antworten geben, wie das funktionieren kann. Das kann Regieren sein, das kann aber auch die Opposition im Parlament sein. Und was immer auch die starke Stimme in den sozialen Bewegungen, in der Gesellschaft und auf der Straße, muss unser Teil sein. Im Bundestagswahlkampf haben wir die Chance, für unsere politischen Antworten zu werben. Wir haben die Chance, deutlich zu machen, dass wir nicht nur auf dem Papier eine andere Politik wollen. Eine Politik ohne Waffenexporte, ohne Kriegseinsätze. Eine Politik, die friedliche Konfliktlösung anstrebt. Eine Politik, die wirklich sozial gerecht ist und Umverteilung angeht. Eine Politik, die endlich nach einem Vierteljahrhundert die immer noch bestehenden Nachteile für Bürgerinnen und Bürger in Ostdeutschland in Fragen von Renten und Löhnen beendet. Und, liebe Genossinnen und Genossen, dafür bietet der Programmentwurf zum Bundeswahlprogramm eine wichtige Grundlage. Sozial gerecht für alle. Ich halte Titel und Linie des Entwurfs für richtig. Da auch nochmal vielen Dank an Matthias von dieser Stelle, unserem Bundesgeschäfts- und Wahlkampfleiter, der sicherlich auch noch viel mehr zum Bundestagswahlkampf sagen wird als ich nachher, für den Entwurf und vor allem für deine Arbeit. Und was ich eben finde, warum ich den Entwurf teile, auch wenn wir als Thüringerinnen und Thüringer noch einen eigenen Änderungsantrag vorbereiten werden für den Bundesparteitag und zum Bundesprogramm. Er stellt klar, vor welch großen Herausforderungen wir gesellschaftlich stehen. Egal, ob in Opposition oder in einer Bundesregierung. Liebe Genossinnen und Genossen, es muss die Linke sein, die Grundrechte, Bürgerrechte und Verfassungswerte verteidigt und für Freiheit streitet. Wir müssen die soziale Frage in den Mittelpunkt stellen und klar machen, sozial geht nicht national, sondern solidarisch und international. Wir müssen ganz praktisch, um soziale Ungleichheiten auszutarieren
Umverteilung mit einem handlungsfähigen Staat, in einem handlungsfähigen Staat organisieren und damit eine starke Gesellschaft schaffen. Wir werden uns mit den wirklich Reichen und Vermögenden in dieser Gesellschaft anlegen müssen. Weil es natürlich überhaupt nicht geht, dass wenige viel haben und viel wenig. Wir brauchen den Ausgleich in unserer Gesellschaft. Wir brauchen die Verteilung des finanziellen Reichtums, um soziale Gerechtigkeit für alle zu schaffen und damit Chancengerechtigkeit. Und natürlich müssen wir die Rolle Deutschlands in der Welt und in Europa verändern. In Fragen von Krieg und Frieden, in der Frage von Waffenexporten, in der Frage des Miteinanders, in einem sozialen und demokratischen Europa. Liebe Genossinnen und Genossen, wie viel Zeit habe ich noch? Ich muss meine Rede kürzen. Kleinen Moment. Liebe Genossinnen und Genossen, ich versuche die letzten 5 Minuten die gekürzte Rede zu schaffen. Wenn ich eins nach 2,5 Jahren Regierungsverantwortung mehr als jemals zuvor auch verstanden habe, dass wir mit den Thüringerinnen und Thüringern noch mehr ins Gespräch kommen müssen. Jetzt ist es nicht so, dass ich glaube, wir hätten das in den letzten Jahren oder an den letzten Tagen nicht getan. Aber man kann gar nicht oft genug miteinander reden. Im direkten Austausch über das Alltägliche erfährt man am besten, was Menschen bewegt. Es ist nicht nur die parlamentarische Anhörung von Lobbyverbänden, externe Expertise oder Grundsatzbeschlüsse, die alles ersetzen. Natürlich brauchen wir auch abstrakte Debatten. Wir brauchen intellektuelle Auseinandersetzung. Wir brauchen die Expertise von Wissenschaftlerinnen und Verbänden. Aber nichts davon ersetzt unser festes Stehen mit beiden Beinen im Alltag der Menschen und das konkrete und bewusste Zuhören und Reden mit unseren Nachbarn am Gartenzaun und wo auch immer. Und wir müssen sie nach ihrer Arbeit, ihrem Familienleben und ihrer Zukunftsplanung fragen und was sie von der Politik verlangen. Aus diesen Gründen zum Beispiel habe ich im vergangenen Jahr begonnen, Praktika zu machen. Das erste Praktika hatte ich in einer Kita. Ich habe einen Tag lang Windeln gewechselt, Tränen getrocknet, musste malen und singen, die Kinder auch 5-mal ins Bett bringen, damit sie wieder schlafen. Das ist etwas ganz anderes als das klassische Politikerinnen-Treffen. Ich fahre vor, trinke eine Stunde Kaffee mit dem Leiter der Einrichtung, lass mir erzählen, was so Probleme gibt, weil ich im konkreten Austausch mit den Erzieherinnen und natürlich auch mit den Eltern und Kindern war. Oder als ich im Fleischwerk Aschera, gar nicht weit von hier entfernt, einen Tag lang im Fleischwerk gearbeitet habe. Eine harte Prüfung für mich. Aber als ich habe einen halben Tag Würstchen gedreht und mein Gegenüber, derjenige, der mich sozusagen angeleitet hat, ein junger Mann, der nicht in Urlaub fahren konnte, weil sein Auto kaputt ist, der eigentlich ganz andere Träume für sein Leben hatte. Ein solches Gespräch hätte ich über Stunden nicht führen können, wenn ich nicht in diesem Unternehmen Praktikum gemacht hätte und an Stellen auch eingesetzt gewesen war, an die man sonst nicht schaut, auch nicht als jemand, der Wurst oder nicht Wurst ist. Und mein letztes Praktikum war, danke Dori Amberg, in einer Regelschule in Weimar. Und ich kann euch gar nicht sagen, wir können viel darüber reden, was Lehrerinnen und Lehrer heutzutage auszustehen haben, es live zu erleben und den Hörsturz nach 7 Stunden quasi zu fühlen, ist unbeschreiblich. Vielen Dank deshalb auch an Lehrerinnen und Lehrer, an all die, die jeden Tag sich um uns kümmern. Liebe Genossen, ich habe noch einige Seiten Rede vor mir. Ich möchte aber nicht die Tagesleitung provozieren, mich abzuklingeln. Deswegen, liebe Genossinnen und Genossen, lasst euch eins gesagt sein. Auch das Jahr 2017 ist kein einfaches. Jean-Paul Sartre sagte mal, es ist keine schöne Zeit, sinngemäß, aber es ist die unsere. Also, liebe Genossen und Genossen, wenn ich euch heute um etwas bitte, dann ist es der unbedingte Kampf für linke Positionen und für einen Wechsel der Politik in dieser Gesellschaft.
Und das jeden Tag, in jeder Sekunde. Traut euch zu leben, was ihr denkt. Traut euch zu sein, was ihr seid. Traut euch, als Linke durchs Leben zu gehen und zu zeigen, dass linke Politik und das, was wir damit meinen, lebbar ist und ein besseres Leben für alle bedeutet. Also, liebe Genossen, voran in den Kampf und der Bundestag wird eine gestärkte Linke haben.